Okay, wenn Sven sich eingekriegt hat, können wir anfangen. Alles klar. Contenance. Hallo und herzlich willkommen. Christina Becker hier mit Sven Sven Karben. Karben. Und ja, warum sitzen wir hier? Ihr habt abgestimmt, denn wir besprechen heute die nächste Mastermind-Reise vom Sein Unternehmernetzwerk. Und die machen wir zusammen mit Sven. Genau. Ja, Ja. es war sehr nett. Es war wirklich sehr nett, diese wundervolle Einladung dazu, weil ich wusste ja gar nicht, dass sie diese Umfrage machen. Ja. Aber ich muss sagen, ich fühle mich geehrt. Ja, dass ihr mich da mit draufgesetzt habt und war echt total überrascht, dass ihr so von der, also so viele Leute Ja. sagt, hey, ihr wollt mit uns wandern gehen. Klasse, finde ich War super. die große Mehrheit, ne, die sich Ja. dafür entschieden hat. Ja, schön. Ja, ich finde es auch super. Ja. Wir haben fleißig geplant und heute wollen wir einfach mal besprechen, was dich quasi erwartet auf dieser Reise. Erzähl doch mal, wohin geht's? Wie lange? Was machen wir? Ja, also. Das ist ja eine Mastermind, right? Und wir machen uns ins wunderschöne Balderschwang. Das ist auf jeden Fall die aktuelle Situation. Und das Balderschwang ist mitten in den Alpen, im oberen Allgäu. Und wer das Allgäu schon mal besucht hat, der weiß, wie wunderschön das dort ist. Und dort nisten wir uns in ein sehr elegantes, aber auch familiäres Spa-Hotel ein. Was du ja auch schon persönlich geprüft hast, Genau, richtig? genau. Aber ohne zu wissen, dass ich es jemals bräuchte, ja. Also geprüft im Sinne von, ich habe da selber mal Kurse gegeben, Achtsamkeitskurse gegeben. Und das Schöne ist ja unser Motto, das Motto dieser Mastermind ist ja unter anderem Achtsamkeit, ohne es jetzt zu überstrapazieren. Aber da lasst euch einfach überraschen. Aber wir sind halt mitten in den Alpen und wir machen uns täglich so auf Wanderungen, ja, um dem, sage ich mal, was ich in unserem Kopf so abspielt, ja, die Ideen, die Sachen, die wir wollen, die Sachen, die wir umsetzen wollen vielleicht, wie wir Reichweite erreichen wollen, dem einfach nochmal visuell eine andere Ausdrucksstärke zu geben, wenn du so willst. Stell dir vor, du wanderst hoch, etwas höher als wo wir jetzt bereits sind. Wir sind, glaube ich, bei ungefähr 1000, 1500, 1600 Metern. Und dann laufen wir hoch in den Alpen. Und dann siehst du auf einmal, wenn du oben bist, diese Weite, diese Unendlichkeit. Und das übersetzt sich so wundervoll auch in die Unendlichkeit unserer Ideen und die Energie, die wir in etwas hineinbringen können, was wir lieben, was wir einfach umsetzen wollen. Und das macht richtig, richtig Laune. Cool. Und wie lange machen wir das? Ah ja, wie lange Und machen wir wann machen das? wir das? Genau, also das findet ja statt vom 30. August bis zum 4. September. Der 30. August ist der Anreisetag und der 4. September ist der Abreisetag. Und sein Geburtstag. Und mein Geburtstag am letzten Tag, also nicht gleich früher morgen hier weg, ja, oder so, geht nicht. Sondern wir trinken wenigstens noch einen kleinen Prosecco oder Auf jeden alkoholfreien Fall. Prosecco, wer das möchte, ne? Am 4. dann am Morgen. Und, aber wir haben 4 Tage Mastermind zusammen, ja. Wir arbeiten gerade daran, wie wir das alles machen, ja. Was wir dort mit drin haben werden. Aber was wir vor allem mit drin haben werden, sind halt diese Walks, ja, die uns helfen, eine coole Verbindung mit uns aufzubauen, weil Verbindung hilft uns unglaublich, das zu spüren, was wir echt wollen, was gerade wichtig für uns ist, anstatt so immer so aus dem Kopf heraus, ihr kennt das sicherlich, ja, so aus dem Kopf heraus zu entscheiden, das ist jetzt wichtig, weil der Kopf das sagt, ja, sondern wir gehen eher in den Körper und spüren da rein. Und meistenteils bekommen wir so eine Art Preview dazu, wie es sich anfühlt, wenn wir es umgesetzt haben. Aber darüber erzähle ich ein bisschen mehr, wenn wir denn da vor Ort sind, ja. Genau, der Walk to Be. The walk to be, yes. Für wen ist denn der Walk to Be geeignet? Ja, im Grunde ist der walk to be für jeden geeignet. Also, wenn du jemand bist, ja, der für seine Sache brennt. Also, du kannst bereits für eine Sache brennen, die da ist, die dich begeistert und die du auch bereits mit voller Energie machst. Es kann aber auch sein, dass es Menschen im Netzwerk gibt, die sagen, ich weiß, da ist was, weiß aber noch nicht ganz genau, was es ist, ja. Dann ist das auch total was für dich. Weil wir gehen natürlich voll durch den Körper. Wir versuchen eher die Intelligenz zu nutzen, die uns gegeben ist, mit allem, was wir hier haben, und nicht bloß auf die Intelligenz des Geistes zuzugreifen, sondern eher durch das in die Ruhe gehen, dann zu schauen, was zeigt sich hier heute? Ja? Und dann damit zu gehen. Also, es ist auf jeden Fall für Menschen, die was bewegen wollen. Darum bewegen wir uns nämlich auch sehr Genau. viel während dieser Mastermind. Ja, cool. Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten oder irgendwas, was wichtig ist? Ja, wichtig ist, dass du da bist, ja, und damit nicht nur
damit ist nicht dein Körper gemeint, sondern du selbst präsent. Ja. Aber ich, weißt du, mach dir da nicht so große Gedanken drüber, weil wir praktizieren es auch. Ja? Genau. Wir praktizieren einfach mal, was es, wie es sich anfühlt, präsent zu sein. Weil wir können das auch spüren und fühlen. Das ist ja keine Geistesakrobatik in dem Sinne. Ne? Richtig. Und deswegen machen wir das ja auch zusammen. Jawohl. Und ich freue mich riesig drauf. Cool. Hm. Ja, ich freue mich auch riesig drauf. Ich bin sehr gespannt, wer alles mitkommen wird. Und, wie viele Plätze haben wir eigentlich? Hm. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine super gute Frage. An der Stelle gab es jetzt wahrscheinlich einen Schnitt in dem Film, weil der René ein bisschen zu früh war und sagte, ich muss ausschalten, aber stimmt ja gar nicht. Wie, ich dachte, du hast fertig geredet. Nein, ich bin immer noch kräftig bei. Wo war ich denn jetzt? Viele Plätze haben wir? Ach so, wie viele Plätze haben wir? Ja. Also ich würde erst mal sagen, wir haben maximal 20 Plätze. Und da sind wir drei, der René, der hinter der Kamera steht, ja, die Christine und ich schon mal mit bei. Ja. Ja? Das heißt, wir haben 17 Plätze. Also wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin, Geschäftspartner, Geschäftspartnerin mit dabei sein willst, dann, ich glaube, das füllt sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell auf. Ja. Ja, ist eine super tolle Gegend. Also mir läuft jetzt schon mal... Es ist eine tolle Gegend, die Reisezeit ist mega toll, wir werden klasse, so Herbst-, Spätsommerwetter haben, ja. Hm. Das Hotel, was du ausgewählt hast, ist allererste Klasse und ich glaube, wir werden eine ganz fantastische Zeit haben. Yes. Also, spätestens im September. Jawohl. Sehen wir uns. Tschüss. Ciao.